Heute darf ich euch Markus 14 vorschlagen, oder ist unsere Bibellesung Markus 14, die Verse 1 bis 11, ne? Die Salbung in Bethanien. Ja. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadelöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Das ist schon mal, glaube ich, sehr wichtig. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er an ihnen sie verbietet. Als sie das hörten, wurden sie froh, also als diese Leute, die an die Judas sie verbiet, wurden sie froh und versprachen ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihm bei guter Gelegenheit verraten konnte. Okay, fangen wir oben an. Und als er in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen. Ist klar, wenn er die gute Hoffnung liest, dann liest er gleich dabei, der Typ ist natürlich jetzt nicht mehr aussätzig. Bei der guten Hoffnung oder Hoffnung für alle steht dann drin, der ehemalige Aussätzige. So, und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen und saß zu Tisch. Also da war eine Party, da war eingeladen worden zum Essen. Und ich vermute, der hat ihn eingeladen, weil Jesus hat ihn geheilt, aus Dankbarkeit. Wer würde das so meine Vermutung? Und das kennen wir ja vielleicht auch. Der hat uns hier und da herausgeholfen. Und dann sind wir dankbar. Ja, so eine Position kennen wir vielleicht, an uns selber auch. Ne? Da kam eine Frau. Das ist natürlich bemerkenswert. Das finden wir öfters bei Markus, dass die Leute keinen Namen haben. Finden wir öfters bei Markus. Nicht immer, aber meistens. So, da kam eine Frau. Das heißt, diese Geschichte gibt es ja auch in den anderen Evangelien. Einmal ist es eine Sünderin und in einem anderen Evangelium ist es sogar Maria, die Schwester von Lazarus und Martha. Hier diese Frau ist aber einfach nur meine Frau. Okay, Markus, warum du das so aufschreibst, wissen die Gelehrten. Die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadelöl und sie zerbrach das Glas und kostet auf sein Haupt. Da stelle ich mir die Frage, warum steht da Haupt? Sonst denkt man immer so, ah, Füße, alles klar, weg, weg, weg. Aber er schreibt Haupt. Er schreibt Haupt. Und Öl. Das ist eine wichtige Komponente, glaube ich. Und zwar deswegen, ich sage es lieber gleich, damit ich ein paar nicht verliere, wessen Haupt wurde gesalbt? Und die Antwort ist klar, Königshäupter werden gesalbt. Normalerweise. Also war für mich jetzt der Ungelehrte, der jetzt da einfach nur so drauf zugeht. Oh. Was muss diese Frau wissen? Die weiß das. Dann nehme ich schon mal vorweg. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Was weiß diese Frau? Sie sagt das Haupt, als ob er ein König ist. Und Jesus sagt sogar, sie hat das getan für mein Begräbnis. Ob die Frau das auch weiß? Muss jetzt daraus nicht zu lesen sein. Ich behaupte ja. Ich sage auch gleich, warum ich das behaupte und woraus ich das begründe. So, jetzt kommen wir so mit die normale Story. Da wurden einige, und die ist aber wichtig natürlich. Die ist wichtig. Genauso wie es wichtig ist, dass wir beim ehemaligen Aussätzigen sind. Die Typ Menschen, die erwähnt werden, sind alle wichtig.
Da wurden einige unwillig, jetzt kommt so ein nächster Schauplatz und sprachen untereinander, was soll das, hätten wir verkaufen können, sowieso. Was ist mit all diesen Leuten? Sagen wir mal, wenn das die Jünger gewesen sind, die jetzt da so, wo, und auch die anderen, die so drumherum sind. Sagen wir mal, der große Raum, diese 70, ja, wo bestimmt auch einige mit dabei waren. Wenn die jetzt so unwillig sind, nachdem die schon einige Zeit mit Jesus unterwegs waren, dann frage ich mich, das sage ich jetzt mal zu mir so, jetzt gehst du schon seit Jahren in die Kirche, liest deine Bibel, aber so richtig Jesus begriffen habe ich anscheinend doch noch nicht. Muss ich mir manchmal sagen. Oder sagen lassen. So richtig begriffen habe ich es noch nicht, aber also in manchen Situationen merkt man richtig, also es ist jetzt nicht die Jesu-Art. Und diese Menschen sind auf einmal unwillig. Das heißt, die bemerken ja nicht die Situation irgendwie. Denken nur, wie sagt man, analog. Man denkt so analog. Man denkt so, ich habe 1000 Euro, 10% will er her, alles klar, 100er abgedrückt, ich das Thema durch. Oder, ne, man muss jetzt nicht den 10 geben, aber wenn ich in einem alten Bund sehe, dann ist das eine ganz gute Geschichte zum Beispiel. Man muss das nicht tun. Aber so, wenn ich jetzt analog denke, dann steht das da und dann mache ich das und dann bin ich mit dem Herrn Topf unterwegs. Anscheinend nicht. Diese Typen hören seit einigen Monaten oder ich weiß jetzt nicht, wo wir da seitens sind, sind die mit Jesus unterwegs, die sollten also eine echte gute Freundschaft mit ihm haben. Die kannten den ja sich auch vorher einigermaßen, denke ich mal, die werden ja alle in der Gegend gewohnt haben, bevor Jesus sie berufen hat. Aber hier schneiden sie wieder gar nicht, worum es wirklich geht. Nicht um den analogen Jesus sozusagen, um einen, der irgendwie was Cooles vom Himmelreich zu erzählen hat. Um welchen Jesus geht es in diesem Stück? Das ist nämlich die Frage. Na, jetzt kommt Jesus zu Wort und das ist sehr schön, da kennen wir den Jesus wieder, den wir immer wieder brauchen. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Ne? Er stellt sich vor die Menschen, egal ob die was richtig oder falsch machen. Ne? Vor allen Dingen, was betrübt er sie? Jesus ist jemand, der uns nie betrübt. Der mahnt uns, der weist uns zurecht, wie wir in der Losung gelesen haben. Aber wenn Jesus zu dir kommt und in deine Ecken guckt und dein Unrat aufdeckt, dann hilft er dir gleichzeitig auch beim Aufräumen. Ist so, den Jesus, den ich momentan kenne. Ja? Und genauso hier, Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wow. Okay, ja, sie hat ein gutes Werk. So, dann kommt diese schwierige Geschichte, das wäre vielleicht auch was für die Philosophen. Denn ihr habt alle zwei Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Nicht, aber habt ihr nicht alle gesagt. Interessantes Argument, wenn man vergisst, wer da redet. Also allgemein, wieso denn? Ich bin heute da und wenn du Kuchen brauchst für die Nächsten, der kann ich ja morgen neuen kaufen. Naja, so natürlich nicht. Ne? Sondern hier ist natürlich Jesus, der spricht. Und manchmal müssen wir vielleicht auch, das ist vielleicht so wie, als Jesus bei Maria und Martha und Lazarus zu Besuch war. Und ich meine, es wäre schon echt dran gewesen, die Jünger waren ja nun auch da. Und dann wäre schon dran gewesen, der Macher da mal unter der Arme zu greifen, das wäre schon okay gewesen. Irgendwo nichts Verkehrtes dran, eine Macher zu sein. Ne? Aber Jesus sagt, warte, die ist in dem, was ihr Not tut, das ist der richtige Platz. Und hier tut es einfach Not. Was da geschieht, nämlich Jesus zu sein. Vor allen Dingen für diese Frau ist das sehr wichtig. Warum? Jetzt kommt zum Nächsten. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Dieser Satz ist wieder total unmöglich tief. Also, das ist so tief. Warum erwähnt er jetzt auf einmal das Evangelium? Und es ist klar, wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, er kriegt das Hauptgesalz. Da ist ein König. Ah, dann ahne ich, warum er jetzt das Evangelium erwähnt. Also so etwas Wichtiges, Tiefes. Ja? Dann, dass er die Jünger sagt, ruhig bleiben, Freunde, hier geht es um mein Begräbnis. Wieder, das ist auch das Evangelium. Mit Christus begraben, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, Christus sitzen zur Rechten Gottes und im Epheserbrief sagt Paulus, und ihr alle seid mitversetzt in die himmlischen Regionen. Hier geht es um das Evangelium. Und anscheinend wusste das die Frau. Jetzt haben wir drei Personen, Jesus, vier Personen. Den Simon, den Aussätzigen, ein Geheilter. Denn er wird extra erwähnt. Den nennen sie immer noch Simon, den Aussätzigen. Und ich glaube, der war gar nicht böse. Der singt wahrscheinlich das Lied, was du immer so gerne singst.
Nee, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Und das, das lebt der Simon heraus, jetzt wieder. Aber die Frau, was lebt sie? Sie lebt das Evangelium. Wenn ich jetzt behaupte, das ist Markus, sagen wir es wäre, wo hat die das tolle Zeug, obwohl die Sünderin hat auch mal so tolles Zeug. Aber ich habe mich entschieden dafür, dass das jetzt wie Maria ist. Dann hat die erlebt, wie sie zu Jesu Füßen sitzt und ihre Not im Blick, ihre eigene Not im Blick hat. Auch nicht die Sicht verloren auf ihre eigene Not. Ich brauche jetzt zuzuhören. Es braucht auch was vorbereitet zu werden von Martha. Aber ich brauche dazu, und Jesus sagt, richtig Menschen. Guck, was du wirklich brauchst. Mach hier nicht den großen Larry, sondern setz dich in die letzte Reihe und hör zu. Die anderen sind dran, um nach vorne dann zu dienen. Und irgendwann kommt der Wechsel. Die wissen dann irgendwann hoffentlich auch wieder, wann sie in der Reihe sitzen. Ich mag das sehr gerne, wenn Martin zum Gottesdienst kommt. Wenn ihr alle zum Gottesdienst kommt, dann sitzen die in der fünften, sechsten Reihe, wissen, stimmt zum Zuhören an. Ich bin nicht zum Kontrollieren, ob die Predigt stimmt. Ich will das. Ich brauche das. Es ist mein Platz jetzt, wenn ich nicht gerade im Dienst bin. Hey, zu wissen, wo man steht. Zu wissen, wo man steht. Und gewaltig wird das, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Sie hat gewusst, dass sie den König hat. Sie hat ihre Not gekannt. Sie hat, wenn ich behaupte, dass das diese Maria ist, die Schwester von Lazarus und Martha, dann hat sie einen Jesus gekannt, dem sie geantwortet hat, sie oder Martha, ja, ich weiß ja, dass du die Auferstehung bist. Später mal. Wo Jesus ihr beantwortete, während Lazarus noch in dem Grab ist, ich bin heute schon die Auferstehung. Meine Person ist schon das Neue. Ich bin die Person, ich bin das Evangelium in Person. Sie standen beide vor diesem Grab und Maria, oh, Jesus, nur zu spät und so. Und er, ich bin ja auch, ja, ich weiß, am Tag wird die große Auferstehung kommen, wenn du wieder so super alles und so. Nein, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung. Nicht gestern, nicht morgen, sondern mit mir ist Auferstehung immer bei dir. Das hat sie gewusst, sie erkannte den König. Das muss der Messias sein. Wer sowas sagt, ist der Messias. Ja? Und vielleicht, wenn das stimmt, dann ist dieses Resultat sehr schlüssig für mich. Warum die jetzt ausgesucht haben, dass wir Vers 10 und 11 noch dazu lesen sollen, ist mir erstmal ein Rätsel, der verraten Judas. Und Judas ist Iskariot, einer von den Zwölfen, die ging zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriet. Als er es hörte, die Priester wurden sich froh und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wer, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Will ich nur mit einem Satz abschließen, warum haben sie das damit reingenommen als Bibellese? Das ist wieder sowas von irrsinnig analog gedacht. Eine ganz primitive Handlung. Den Typen verraten, bisschen Geld dafür kriegen. Also richtig so eine Kaufmannshandlung. Geld, Ware, hin und zurück. Also wieder so ganz runter, ganz weg von der wunderbaren Kirche.